Es war gesandt der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertrauet war einem Mann mit Namen Josef, und die Gebirge und kam in das Haus des Zeichens.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in eine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißet Bethlehem, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seine Mann vertrauten Weibe, die war schwanger, und da sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn. Und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Thank you.
beteten Gott und sprachen: Thank you.
da Jesus geboren war, zu Bethlehem in jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Wo? Herodes die Weisen heimlich und
und erlernete mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und wie sie gen Bethlehem und sprach. Siehe hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so saget mir's wieder, dass ich auch komme und es anwende. Als sie nun den König gehört hatten, so wagen sie dahin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken. Und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. Und ihm war eine Antwort gegeben von dem
Heiligen Geist. Er sollte den Tod nicht sehen, er hätte den sofort den Christ des Herrn gesehen. Und er kam in den Tempel, und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, da sie täten, wie mein Pflegner
Herodes. Děkovat.